Ja, wir starten mit Beweglichkeitsgeschichten, am Boden einfach zum Reinkommen, danach ein bisschen fußtechnische Geschichten, einfach mit Koordination verbinden, einfach im Aufwärmbereich, um da einen torwartspezifischen Teil schon mit reinzubringen. Gehen dann über mittlere Distanzen mit dem richtigen Abdruckverhalten, über längere Distanzen und zum Schluss noch Geschichten Richtung Flanken. Jawohl. Blick zu mir behalten. Blick zu mir behalten. Ja, immer schauen, was im Spielfeld passiert. Lars, du läufst in der 8 um die Hütchen wie gerade eben auch rum. Diesmal ja, Technik, koordinativ, Kniehebelauf. Fokussierst dich, kriegst den Ball halb hoch bzw. hoch. Den verarbeitest du ja, möglichst mit zwei Kontakten, Brust oder Knie und spielst den sauber zu mir zurück. Okay? Jawohl. Jawohl. Das sind Details im Grunde, wo für den modernen Torhüter einfach wichtig sind, auch die An- und Mitnahme des Balles, wenn ein Rückpass kommt oder auch ein Ball irgendwo in die Schnittstelle, wo der Torhüter gefordert ist mitzuspielen und muss einfach ja, die An- und Mitnahme beherrschen, weil dadurch verschafft er sich einen Bewegungsvorsprung vor dem Stürmer, ja, und deshalb üben wir das im leichten koordinativen Teil zum Aufwärmen. Sehr gut, aus der Grundstellung, wo die Beine irgendwo ja, im Hüftbreiten, Schulterbreiten Bereich sind. Ja, Oberkörper leicht aufgerichtet, Knie ja, leicht durchgedrückt, ja, nicht ganz so extrem. Oberkörper bleibt auf jeden Fall gerade. Und der ideale Punkt ja, zum Ballfangen ist irgendwo, ja, wo wir hier diese Dreiecksbildung haben hinter dem Ball und die Arme leicht angewinkelt, sodass wir den Effet aus dem Ball rausnehmen können, ja, den Druck aus dem Ball rausnehmen können ja, und ihn dann zu sichern und immer hier dieses ja, diese Bewegung ja, zum Abbremsen des Balles machen können. Ja, wichtig, deshalb Zeigefinger und Daumen gestreckt, sodass der Ball nicht durchflutschen kann. Ja. Wenn der gleiche Ball ins Scharf kommt, ich habe die Handstellung so, rutscht der Ball relativ schnell durch. Ja. Einmal demonstrieren. Ja, kannst die Zeigefinger noch ein bisschen enger zusammensetzen. Genau, ja, perfekt. Gut. Du beginnst im Sprintersitz, ja, unteres Bein angestreckt, das hintere Bein angewinkelt, auch am Boden. Oberkörper, Hüfte leicht aufgerichtet. Du kriegst den Ball jedes Mal in der aufrechten Stellung. Achte darauf, dass deine Hüfte stabil bleibt, dass du nicht einknickst, dass du immer wieder mit dem Oberkörper korrigierst. Fängst den Ball in dieser Stellung und drehst dich über das gestreckte Bein. Ja, sodass das andere Bein gestreckt ist, das andere angewinkelt ist, du wieder in der Grundstellung bist ja, und Bewegungen in der Hüfte hast. Ja. Okay? Go! Ja, schnelle Drehung, Blick zum Ball. Besseres Dreieck. Bereit sein. Ja. Auch da Zeigefinger enger. Zeigefinger. Ja, achte auf die Zeigefinger. Ja, Lars hat die Stellung, die sieht ungefähr so aus. Ja, die Daumen sind an eine relativ gute Position, aber die Zeigefinger sind noch relativ weit geöffnet. Sprich, wenn der Ball scharf kommt, habe ich nur die Sicherung durch die zwei Daumen bei Lars. Ja, wäre besser, wenn er die Zeigefinger geschlossen hat und komplettes Dreieck gebildet hat. Ja, bei dieser relativ einfachen Technikgeschichte, wo die Fangtechnik eine entscheidende Rolle spielt, ein Detail, wo man einfach korrigieren muss. Oberkörper, jawohl. Gut so. Drei, vier Stück. Ja, Klassiker, du gehst rechts, gehst auf die linke Seite, drehst dich dann nach vorne. Ja. Immer wieder Rotation, achte auf die Gegenbewegung von den Beinen. Auch da ja, Rumpf sehr, sehr entscheidend in der Beweglichkeit. Okay? Ja. Letzte Runde. Okay, Wechsel. Ja, angreifen, angreifen. Ja, komm nach vorne, Junge. Ja, komm nach vorne. Komm nach vorne, ja. Jawohl. Komm nach vorne. Ja, achte auf das Dreieck. Zeigefinger. Ja. Vier, drei, zwei, eins. Okay. Achtest drauf, dass du jeweils die große Pylone von vorne nach hinten umläufst.
ja, immer trotzdem im Blick hast Richtung Spielfeld. Die Auftaktbewegung setzt, du kriegst den Ball flach irgendwo nach vorne zum Attackieren. Ja, schau, dass du vor dem roten Hütchen den Ball kriegst, dass du immer den Ballangriff hast. Ja, dann locker, ja, wirklich locker aus der Bewegung von unten raus. Ja, wiederum kreuzen, gleiche Geschichte hier drin. Okay. Komm nach vorne. Ja, klasse, Nico, sehr gutes Ding. Jawohl. Ja, zweite Hand dazu, ja, zweite Hand dazu. Letzte, komm, letzte. Wirklich den Schritt nach vorne, ja, dass du hier sauber in der vertikalen Streckung bist. Ja? Arme gestreckt, Körper in der Symmetrie, ja, und wirklich in der Streckung. Ja? Unterer Arm sichert, obere, ja, legt drauf, ja, und schützt. Okay? Noch mehr strecken. Drück ab. Ja, zweite Hand. Jawohl, klasse. Jawohl. Blick zum Ball, Blick zum Ball. Jawohl. Noch einen. Ja, ist okay. Ist okay. Geht darum, die Bälle abzufangen. Ja, wenn ihr es geschafft habt, abzufangen, ja, könnt ihr mit Abwurf öffnen auf das Tor des anderen Torhüters. Ja, der abwehren soll die ganze Geschichte. Spiel geht so lange weiter, ja, bis der Ball irgendwo im Aus ist. Sprich, wenn direkt gehalten, ja, kann auch wieder Konter. Ja. Auch möglich, ja, das Ding zu fausten. Ja. Sprich, Flanke kommt rein, ja, und mit dem Fausten, ja, im Luftkampf den Ball zu gewinnen. Ja. Die Bälle irgendwo, die in eurem 5-Meter-Raum, ja, sind, sollten relativ safe sein. Ja, interessant wird es bei den Bällen, ja, irgendwo zwischen 11-Meter-Punkt und 16er, ja, wo es über den 5-Meter-Raum, über den Strafraum hinausgeht, ja, wo wirklich Luftkampf entsteht. Ja? Da mutig sein, reingehen, ja, und im Luftkampf, ja, stabil sein. Sauber reingehen, reagieren. Ja. Ja, ist okay. Diese zwei, drei Schritte müssen wirklich explosiv sein. Ja? Tack, schießt den Fokus, hast den höchsten Punkt. Ja, und dann tack, nach oben. Ja? Ja.